Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Hof Neumann. Heute mit dem Florian, dem Lenny und dem Michael. Hallihallo. Grüße. Moin. So, ich bin jetzt in der dritten Bahn. Ich habe gerade festgestellt, die 14,8 Meter sind totaler Bullshit, weil eigentlich sind wir ja nur auf 12 Metern. Das ist jetzt nicht nahtlos aneinander gedüngt, Jungs, aber ich glaube, es ist fast egal. Ich denke, wir werden es überleben. Ich hoffe es. Mal gucken. Hier liegen noch ein paar Ballen, ne? Ja. Alter, da oben. Das... Ich glaube, Florian macht mit Absicht so langsam. Der will einfach noch ein paar Mal dabei sein. Ich glaube, dem gefällt das hier, auch wenn er stumm sehr. Sehr redselig ist und dann fiel mir ein, redselig ist er ja nicht. Was ist das Gegenteil? Deswegen habe ich gerade so gestockt. Genau, sehr, sehr still ist. Was hast du denn jetzt? Was bist du denn jetzt? So, was bringst du denn hier so Würze rein, Junge? Nix. Was stimmt nicht mit dir? Ja, ist wie winken in der Großstadt. Tut man einfach nicht. Genau. So, haben wir noch irgendwelche Scheißsprüche? Apropos winken in der Großstadt. Da könnte ich was einwerfen. Oh, gerne. Am Wochenende war ich ja mit meinem Traktor und dem Anhänger Erde fahren. Ja. Und ich musste da bei mir hier so durchs Feld und so. Und dann... Das ist ja ein alter Traktor, ne? Also... Nichts Neues oder so, so ein ganz altes Schätzchen aus den 50er Jahren und ein alter klappriger Anhänger dahinter. Und ich hatte meine Kids dabei, ne? Einer links, einer rechts, war auf der Lehne, ne? Hätte ich fast gesagt, hier auf dem Kotflügel. Ja. Und du fährst halt so da durch die. Eingetragene durch die... Sitzfläche natürlich, ne? Die sind sie wirklich, ja. Ah, okay. Und überall siehst du schon am Feldrand parken. Alle Leute aus der Stadt, siehst du ja an den Kennzeichen, ne? Ja. Die quasi einmal Corona-konform spazieren gehen wollen. Und wir fahren dann so durch und dann kommen die Leute dir ja auch entgegen und dann machen sie dir auch Platz. Und du wirst echt genötigt, jedem zu winken. Alle finden es so toll, dass du mit so einem alten Traktor dann durch die Gegend eierst und alle winken. Du bist nur am Winken, wenn du durch die Felder fährst. Ja, das ist doch schön, oder nicht? Ja, geht so. Irgendwann kriegst du echt einen Tennisarm. Ja, glaube ich. Alle noch nie einen Traktor gesehen, weißt du? Naja. Ich freue mich auch immer, wenn der Bauer hier lang fährt mit seinen Maschinen. Winkst du dem auch immer? Nee. Ich muss gestehen, ich wink ihm nicht, aber wir nicken uns immer freundlich zu. So, eine Lieferung für dich. Danke. Auf der anderen Seite stelle ich dir gleich das Fass hin. Die Ecke würde ich mir jetzt hier aussparen. Ich glaube, das lohnt jetzt auch nicht mehr. Was machen wir eigentlich mit den Ballen, die hier überbleiben? Verkaufen oder? Ja, brauchen wir sie? Was ist das hier? Heu, ne? Heu. Nicht, ne? Wollen nicht so viele. Ja, also ein paar können wir natürlich gebrauchen. Ich glaube aber, wir haben am Lager haben wir nur einen Rundballen. Lager und kein Quaderballen. Das bringt uns dann halt echt nicht weiter, ne? Ich stell grad fest, das Fass hat seinen Traktor wieder. Na Mensch. Weiß ich auch, wie welchen Traktor ich unterwegs bin. Direkt wieder einen Schweißpunkt dran gemacht, oder? Ja, hab's gerade wieder festgeschweißt. Ich hab grad festgestellt, dass du ständig auf der Scheibe und anlacht. da haben wir wieder das auf. Thema, das hatten wir vorhin schon, ne? Das hatten wir vorhin schon. Na, das Lachen auf der Scheibe hinten. Ja, ich sag, das hatten wir vorhin schon. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, du hattest gesagt, was hatten wir vorhin schon? Nee. Ich dachte, Beschwerden gehen an meine Eltern. Ja, das stimmt. Aber der Micha hat es ja verstanden, also. Aber jetzt muss ich mal gucken, hier ist schon ordentlich was gewachsen an Unkraut. War trotzdem einfach mal komplett hier die Bahn lang. Bin ich froh, dass ich nicht aufnehme. Ich fahre mir gerade einen Mist zurecht. Sammel nur Heuballen, keine Mistballen. kein Problem. Ich habe auch den einen oder anderen verfehlt. Aber Len, du fährst dem Ding hier ein bisschen Altöl, oder? In dem Stepper. Wieso? Bei den Rohschwaden, die da oben rauskommen. Ja, der hat ein paar Fehlzündungen und so.
Passt. Was? Schon. Der ist doch neu. Ist das? Warum bezahlt ich schon dir? Was hast du denn jetzt dagegen? Ich krieg hier auch kein Unkraut mehr weg. Dann ist das schon zu hoch. Ja. Ich hab eine. Nee, was? Das ist interessant. Auf der Karte, wenn ihr da mal guckt, so ab und an kriege ich was weggeführt und ab und an nicht. Sieht lustig aus. Ich dachte nur, wenn das auf quasi blüht, kriegst du das mit dem Striegel nicht mehr weg. Da ein bisschen was blüht, aber ein bisschen was auch noch nicht. Ja. Hier geht wieder das was. Da nicht. Also da, wo ich durchgefahren bin, steht, da bleibt das Unkraut stehen. Scheinbar, okay. Wie die Schlufe sagt, hat wer Pflegebereifung, ey. Ah, eins Lenny ist hier. Sieht aber auch strange aus, was du hier treibst. Warum? Naja, also ich sehe hier, bis auf dieses geblühte Unkraut sehe ich überhaupt, ach doch, dazwischen. Dazwischen ist doch Unkraut. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber da, wo ich durchgefahren bin mit dem Fass, bleibt es scheinbar einfach stehen. Aber es funktioniert, also weiß drum. Wie gesagt, am Rand ist es halt schon ein bisschen hochgewachsen. Da funktioniert es leider nicht mehr. Aber Micha hat ihn mir gebracht, weißt du, ich ziehe das jetzt hier einfach kurz durch. Ja, da warte ich aber auch. Ja, aber es ist ja auch nicht so schlimm, da wo die Fahrgassen sind, da wächst ja auch keine Frucht mehr. Das stimmt. Von da ist es egal, ob man da Ernteausfall hat an der Stelle oder nicht. Ja, alles gut. Ach, du bist aber oft hier durchgefahren, ne? Ja. Schon, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass das mehr sind als. Ja, und also die Ecke da hinten habe ich. Ja, 24 Meter dazwischen liegen, oder nicht? Ja. Nee, du bist ja 12 Meter. 6 Meter. 6 Meter zu jeder Seite. Ja, genau, 6 Meter zu jeder Seite. Und da hinten habe ich mir schon ausgespart. Ja, vor allen Dingen, wenn du guckst, du siehst, ich bin sogar mit 14,8 Metern durchgefahren. Also, es passt nicht mal ganz genau. Aber egal, also ich denke, es lohnt sich auch jetzt hier noch kurz drüber zu heizen mit dem Striegel. Alles, was weg ist, gibt mehr Ertrag. So ist es. Aber sieht schon krass aus, Lenny. Hast du auf jeden Fall recht. Oh, mein Kleiner ist gerade schon an mir vorbeigestiefelt, weil er nicht mehr in seinem Bett schlafen wollte. Er liegt schon in meinem Bett. Da wäre ich jetzt auch gerne, um ehrlich zu sein. Ja, kann ich verstehen. Und spät heute. Der Punkt kommt immer näher, Lenny. Ja, gerade weil wir gestern so lange gemacht haben, ne? Gestern ist er auch zu mir ins Bett gekommen. Und da war ich aber noch gar nicht im Bett und stand in der Küche und er ist quasi an mir vorbeigelaufen und hat mich nicht gesehen in seinem schlaftrunkenen Rumgestraxe. Ja. Ist an mir vorbeigelaufen. Mein Rechner war noch an, das hat er aber irgendwie dann mitgekriegt und dachte, ich sitze am Rechner. Dreht den Schreibtischstuhl um, saß aber keiner drauf, dann hat er sich einfach auf den Schreibtischstuhl gelegt, also unten auf die Sitzfläche einfach so eingerollt. Und wollte da weiter schlafen. Wie süß ist das denn aber? Ja, siehste, Papa wird schon kommen, wenn er soweit ist. Ja, überleg mal, als Erwachsener, du würdest sowas machen, du würdest dich am nächsten Tag nicht mehr bewegen können. Das stimmt. Auf jeden Fall. Die Kinder haben halt noch elastische Knochen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, das glaube ich auch nicht mehr. Ich hoffe, du hast ihn früh genug gesehen, Lenny, und nicht erst, als du dich drauf gesetzt hast und er sich vehement bemerkbar gemacht hat. Deswegen bin ich ja gestern dann abgehauen, habe ich mir dann einfach geschnappt und war zusammen ins Bett gegangen. Wann bist du denn eigentlich abgehauen? Wann war denn das? Ja, weiß ich nicht. Ich war noch nicht gestern, das war nicht gestern, das war vorgestern. Ach so. Wo ich so früh im Bett war. Oder früher. Ja. Gestern war ich echt spät im Bett, da war ich um 20 vor 1 oder so im Bett. Ja, gestern habe ich auch bis 0 Uhr gemacht. Dann runter raus mit den Hunden und dann brauche ich immer noch so eine halbe Stunde Minimum, bis ich runterkomme. Ja. War dann auch kurz vor 1, ja. Ich hatte gestern nach der Aufnahme noch mit dem Ron gequatscht. Ja, er war leider verschwunden, ja.
Ja, er wollte erst noch was wegen der Aufnahme für nächste Woche. Und es hat sich dann noch ein bisschen gezogen und dann und das noch und weißt du, wie das läuft. Ja, ja, ich kenne das so gut. Das stimmt. Du weißt ja auch, wie das bei mir ist. Immer wenn ich sage, so, ich bin gleich weg, kannst du noch zwei noch Stunden. Eine Stunde. Ja, ja, ein bis zwei Stunden drauf rechnen. Ja. So, glaube ich, bei uns fast allen ähnlich. Ja. Sind halt immer die gemütlichen Abende, die dann erst ja. so angehen, anfangen, ne? Wenn man sich so denkt, so eigentlich genau. könnte man. Aber angenehm ist, dass ich heute und also heute nur bis 1 Uhr gearbeitet habe und morgen auch bis 1 Uhr. Ja. Ich komm morgen um 1 Uhr von der Arbeit heim. Ja, ich auch. Also ich hab's um 1 Uhr Feierabend. Ja, ist das schön. Ich muss morgen früh ins Büro, da hab ich morgen Mittag Homeoffice. Nee, ich muss da nicht mehr arbeiten. Ich hab die Kinder, also ist ja keine Arbeit. Also nicht immer. Also ich muss sowohl arbeiten von zu Hause als auch das Kind haben. Ich weiß nicht, habe ich jetzt was gewonnen oder? Ein paar Plastikblumen. Okay. Den Preis für den Vater des Jahres. Ach, den hat man doch verdient. Nee. Ja. Geht euer denn in den Kindergarten oder? Nein. Also auch Tagesmutter oder so nicht, oder? Nee. Der auch ist gar tatsächlich kurz vor Ostern, seit kurz vor Ostern ist er jetzt wieder zu Hause. Ach, Tagesmütter findest du gar nicht, ne? Wir hatten... aber ihr habt einen Platz, oder? Ja, wir haben einen Kindergartenplatz, aber wir sind nicht systemrelevant. Deswegen, unsere Kita hat einfach gesagt, ne, Notbetreuung. Szenario. Bei uns ist ganz regulärer Kita-Betrieb momentan. Ja, bei uns ist Szenario C. Wir sind viel zu hoch mit dem Indiz. Das heißt, Szenario C ist Notbetreuung, wenn du mittlerweile mit beiden Elternteilen nachweisen kannst, dass du systemrelevant bist. Ja, wobei ja auch mal die Frage ist, was ist denn überhaupt systemrelevant, ne? Ab wann ist man systemrelevant? Ja, also ab dem Zweitpunkt, wo dein Arbeitgeber dir das im Zweifel so unterschreibt oder irgendwas ausstellt, ne? Aber also ich kann mir das ja selber ausstellen, aber bin ich systemrelevant? Ja, gut, keine Ahnung, das kann man jetzt drüber diskutieren, aber in einer gewissen Art und Weise würde ich dir das schon, ich sag jetzt blöd, zugestehen, klar. Also meiner Firma sind wir alle systemrelevant. Wir haben alle die Bescheinigung bekommen. Ich nicht, ich kann mich einfach splitten. Wobei ich jetzt... Weil der Vaterstaat hat entschieden, wenn wir nicht mehr arbeiten dürfen, können die Bargeldversorgung der deutschen Mitbürger in Stock kommen, deswegen sind wir das Thema. Ja, aber bei dir kann ich es auch verstehen. Also, ja. Was ich ganz interessant finde, die Regierung, normalerweise hast du ja 10 Krankheitstage für deine Kids. Mhm. Hatten sie ja auf 20 aufgestockt. Und jetzt hatte meine erst Frau, auf 10, ne? Und dann jetzt auf 20, ne? Oder erst auf 10? Ich dachte, 10 hatte man eh pro Elternteil von Haus aus. Naja, 10 extra. Ja, 10 ja, extra. Genau. 10 extra. Wollen sie genau. auf 20 extra gehen. Ja, sorry. Ich hatte die 10 schon mit draufgerechnet, deswegen kam ich auf 20, genau. Und jetzt auf 30 insgesamt hochgerechnet. Das passt ganz gut, weil meine Frau schon 15 gebraucht hat. Und wir bei unserem Versicherer angerufen haben und gesagt haben: So, wie sieht denn das eigentlich aus? Kann meine Frau auch meine zur Not bekommen? Und die gesagt haben, ja, das würde gehen. Und das später rief dann so, aber die Regierung hat gesagt, das geht auch anders. Ihr kriegt erstmal 10, nochmal 10 beide. Das ist auch. Da muss ich einfach meine Frau, ich krieg jetzt blöd, loben, die da sich die Tage dann ans Bein bindet, damit ich halbwegs vernünftig arbeiten kann. Deine Frau nicht selbstständig? Nee, auch angestellt. Ah, ja. Auch, muss man jetzt so sagen. Freiberuflich. Ja. Aber auch da ist aktuell Totentanz. Heiratet ja keiner. Wenig. Wenig bis gar nicht. Das stimmt. Weil ich sage immer, ich bin ja so ein Gesellschaftsmuffel, ne? Ich hab's immer ganz gerne, wenn nicht so viele Leute da sind. Und wir haben ja vor, waren das jetzt 3 Jahren oder so geheiratet.
Und das war, und da musste ich noch eine Hochzeitsfeier über mich ergehen lassen. Ja. Und ich sage dann immer so Spaß zu ihr, so, ja, hätten wir nicht letztes Jahr heiraten können? Hätte ich nicht so viele Leute einladen müssen. Das geht eigentlich. Also ich weiß nicht, wie viele ihr wart. Wir waren um die 45. Wir haben es nur im kleinen Kreis gehalten. Ja, also wobei, also viel mehr waren wir jetzt auch nicht, weil auch wir gesagt haben, klein, weil ich sehe nicht. Also ich habe ganz viele bei mir in meinem Bekanntenkreis, dann haben die für Hochzeiten Geld ausgegeben. Da dachte ich nur so, Alter, das bin ich einfach nicht bereit dafür auszugeben. Ne? Also ich meine, es ist eine Hochzeit, ja. Und vielleicht ja, nur einmal im Jahr, aber. Im Leben. Einmal im Jahr? Meine ich, einmal im Leben. Einmal im Jahr, einmal im Leben, Herrgott. Nee, also einmal im Leben, ja, aber dann da irgendwie 40.000 Euro für auf den Kopf zu hauen. Ja, ja, ja. Das habe ich irgendwie nicht eingesehen. Da weiß ich nicht, ob ich dafür zu knießig bin oder so, aber. Ja, du bist da ja sehr so ähnlich. Unter Stress, ja, dass du es eh nicht genießen kannst, ne? Wir sind uns da sehr, sehr ähnlich. Auf jeden Fall, Lenny, das ist absolut. Also ich weiß, da aus meiner Familie gab es andere Hochzeiten. Da wurden Sachen aufgefahren und hey, ich kann keine Ballen mehr abgeben, das Tor ist zu. Ja, es ist zu spät. Es ist Nacht. Die Folge vorbei oder was? Ja, das wäre sie auch, aber das ist nur nebenbei. Die naja, auf jeden Fall. Um zum Thema zurückzukommen, das gebe ich dafür nicht aus und oder habe ich auch nicht ausgegeben, aber trotzdem, wir waren, glaube ich, auch irgendwie um die 60 Leute oder so, aber das reicht dann ist, aber auch. Es ist noch überschaubar, ne? Es ist halt auf jeden Fall so, dass man auch mal mit jedem gesprochen haben kann, mehr als ein Hallo, Danke, Tschüss. Ja, also ich hab leider, was heißt leider, meine Familie, also Geschwister und Mama, Papa und so, ist halt relativ groß schon alleine, ne? Ja, gut. So ist das halt, ne? Familie kann man sich immer nicht aussuchen, aber trotzdem will man sie meistens nicht eintauschen, zumindest bei mir so. Mhm. Gut. Also es ist immer schön, wenn sie da sind, aber es ist auch immer wieder schön, wenn sie dann wieder gehen. Und mit diesen weisen Worten, Amen, sind wir fertig für heute, liebe Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Ob ihr Geschwister habt und euch mehr freut, wenn sie kommen, als wenn sie gehen, würde mich mal interessieren. Ich glaube, alles andere, ich glaube, die Aussage wäre fast gelogen, aber Geschwisterliebe ist schließlich die schönste Liebe, die es gibt. Und ansonsten, wenn ihr mögt, am Freitag eine neue Folge, 14 Uhr. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss.